Hello people, willkommen zu The Let's Play Hyper 4. Und wow. Okay, ich merke schon, wir haben hier Windproblem und das ist fies zu spielen. Wow. Zack, hoch. Hoch. Ah, nope. Ah. Ja, toll, danke schön. Ja, und die Feder wird auch gleich weggeweht. Also da haben wir Glück gehabt, dass das irgendwie noch ging. Wow. Nope. Hilfe. 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 Wow. Wow, zack. Zack. Hilfe. Wow. Yes, ich hab's geschafft. Okay, hier ist auch eine Feder. Wow. Ja. Das ist sehr schräg gewesen. Wow. Zack. Okay, aber hier muss man sich auf jeden Fall konzentrieren. Ja. Uah. Ja. Wow. Ich merke schon, dass es ziemlich schwierig da jetzt so hoch zu kommen. Uah. Zack. Zack. Nope. Nein. Hilfe. Uah. Zack. 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 Oh. Hilfe. 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 Oh, nee. Okay, das nervt jetzt schon hier. Zack. Jap. Hui. Hilfe. Zack. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Zack. Wow. Nope. Okay, hier geht's weiter. Ja, und da wäre, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, was gewesen. Ja, hups. Das war sehr weird. Nochmal. So, aber das kriegen wir hin. Zack. Hilfe. Hilfe. Wow. Okay, jetzt schaffen wir es zu fliegen. Das ist, glaube ich, das Beste, was uns hier passieren kann. Wow. Okay, was ist das hier? Okay, Ziel. Ja. Puh, das Level war nervig. Okay, jetzt haben wir hier Underwater-Ding. Okay, da oben ist wahrscheinlich nur ein Power-Up, also nichts Besonderes. So. Was ein bisschen nervig werden könnte, sind die ganzen Pflanzen hier. Zack. Hilfe. Zack. Zack, zack, zack. Hilfe, Hilfe. Wow, wow.
frage mich, da könnte man wahrscheinlich irgendwie drunter durch, oder? Sieht aber sehr knapp aus, um da drunter durchzuschwimmen. Zack. Zack. Wow. Okay. Da braucht man einen Switch. On-off-Switch und dann müssen wir da an den silbernen Peeling oder wie, ja. Zack. So, hier kann man doch sehr offensichtlich drunter durch. Okay, eine Shell. Ja, was will ich mit dir? Das Springboard lassen wir bei Bedarf liegen, weil ich glaube nicht, dass das so möglich ist, da jetzt unter Wasser einen Double Grab hinzukriegen. Erst recht nicht mit der Shell. Okay, die Viecher können irgendwie nervig werden. Hilfe. Wow. Okay, ich kann mit dir tatsächlich das hier aufmachen. So. Wow. Achtung, Feuer. Ja. Ja, stellt sich nur die Frage wieder, was will ich mit dem P-Switch? Ja. Dann nehmen wir jetzt mal die Blume hier und machen die Viecher weg. Ich glaube, die Blume ist hier tatsächlich besser, um das freizuräumen von Viechern. Und auch hier brauche ich wieder On-Off-Switch. Wow. Okay, hier. Aha. Dadurch komme ich jetzt an den silbernen P-Switch da in einem anderen Raum. Aber es stellt sich auch die Frage, was will ich damit? Mit dem silbernen P-Switch jetzt? Ich habe nur an einer Stelle Mancha gesehen, wo man da womöglich drunter durch könnte, wenn man die Mancha weggemacht hat. Und das ist da diese Stelle hier. Mit der Yoshi-Coin. Zack. Nämlich genau die hier. Da könnte man potenziell unten durch. Ansonsten gab es, glaube ich, keine Stelle, wo man den Silber-P-Switch hätte irgendwie verwenden können. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und das wird jetzt lustig, da ganz ohne Feuerblume hier durchzukommen. Theoretisch könnte ich den hier schon drücken, aber das will ich aus Zeitgründen lieber nicht. Zumal das ja auch nicht so schwer war, da durchzugehen. Ja, toll. Wenn die da rauskommen, wenn ich da bin, dann wird das nichts. Zack. Huch. So. Gehen wir davon aus, dass jetzt... Ja, dass das nicht gespeichert wird. Zack. Okay, und was das Springboard hier soll, keine Ahnung. Anscheinend gar nichts. Aber ich muss den Teil jetzt nochmal machen, leider. Huch. Hilfe. Ah, nope. Nope. Hilfe. So, geschafft. Hoch. Jupp. So. Hoch. Sattel.
Frage, kann ich mir eigentlich ein neues Power-Up holen, indem ich hier... Okay, das scheint tatsächlich zu gehen. Ich werde das jetzt mal so machen. Und dann mit dem Switch hier nach rechts gehen. Zack. Hilfe. So, plopp, stirb. Hilfe. Zack, plopp, stirb. Danke. So, und jetzt brauchen wir wieder den Silber-Switch hier. So, aber wichtig ist jetzt, beide Viecher da zu töten. Aber ich glaube, das Problem ist, dass ich an deren Münzen nicht rankomme und die dadurch respawnen. So, hier die drei kann ich wegmachen. Und dich auch. So. Ja. So. Dich habe ich jetzt weggemacht. So, ich mache jetzt erstmal hier in der Reihe die Dinger weg. So, kann ich jetzt runter? Ja, tatsächlich. Okay, die letzte Yoshi-Coin lasse ich lieber aus. Und hier tatsächlich ist hier jetzt eine Röhre. Oh nö, nicht sowas wieder. Oh, ich muss auf das Swingboard drauf. Ja, das ist vielleicht ganz witzig, so die Stelle. Aber trotzdem eher nervig. Zack. Ja, diesmal wieder mit Secret Exit. Und wir brauchen da irgend so einen Switch wieder. Ups. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Zack, zack, zack. Okay, da ist schon mal das Schlüsselloch. Wo nun Schlüssel sein soll, weiß ich allerdings nicht. Zack. Plopp. Plopp. Wow. Okay, hier kann ich da oben hoch. Und mir die nächste Yoshi-Coin holen. Okay, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es hier weitergehen soll. Ja, hier scheint es tatsächlich noch weiter zu gehen, nach links. Das heißt, hier muss ich wieder irgendwie runter. Zack, 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 zack. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich hingehe, aber das wird schon. Zack. Ja, hier ist irgendein Silber-Switch. So, komme ich hier irgendwie hoch mit Anlauf? Ja, dann musst du bitte zeitiger springen, Mario. Nö, ich glaube, ich komme da ganz knapp nicht hoch. Höchstens mit Feder.
die mir hier ansonsten in dem Level nicht so viel bringt. Zack. Zack. Hilfe. Zack. Okay. Wow, das war die Stelle. Ich habe jetzt einen Silber-Switch. Und damit soll ich wahrscheinlich hier durch. Zack. Zack. Wow. Okay, und hier ist irgendwie so ein Fischgesicht. Okay, scheint so, als wäre das das Normal Exit hier gewesen. Ich möchte aber das Secret Exit haben. So, hier ist irgendwie sind so Blöcke. Das heißt, ich muss da irgendwie nach links. Also die Frage wäre, gibt es irgendwo eine Stelle, wo ich den Silver P-Switch dadurch die Röhre mitnehmen könnte, sodass der zu einem blauen Switch wird? Weil dann könnte ich da hin. Blauen Switch macht. Okay, der Ersteller scheint jetzt zu verlangen, dass man Glitches ausnutzt. Das ist jetzt zumindest die einzige Stelle, wo ich mir das Secret Exit theoretisch vorstellen könnte. Wobei da schon das Schlüsselloch ist und mir nur noch der Schlüssel fehlt. Ups, Hilfe. Plopp. Gegrillter Fisch, lecker. Hilfe. Mann. Hoch. Mann. Ja, das war Fail. Das muss nochmal gemacht werden. Yep. Zack, zack, zack. So. Okay, hier war so diese eine Sackgasse mit der Yoshi-Coin. Hilfe. Hilfe. Aha, okay. Das ist wohl so eine Röhre, wo ich da mit diesem Silver P-Switch dann wieder zurück kann. Das ist sehr gut zu wissen. Jetzt muss ich nur noch mal zum Silver Switch hin. Und das kann sich jetzt ein bisschen hinziehen, fürchte ich. Ja, den Weg sollte ich vielleicht doch noch irgendwie frei machen hier vielleicht. Wobei, nee, das ist ja nicht. Das ist ja, war ja nur für die Coin, nicht für das andere. Okay. Wow. Zack, zack, zack. Hilfe. Zack. Hilfe, Hilfe. So. Runter. Das ist doch scheiße. Also, falls ich jetzt nochmal auf diese Weise verkacke, cutte ich das.
Weil ich habe dann auch keinen Bock mehr. Zack. Wurzelfisch. Yay. Hilfe. Stopp. Danke. Zack. Hilfe. Zack, zack, zack. Okay, das war die Stelle, ich erinnere mich. Hilfe. Zack, 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 zack. Oh, Hilfe. So. Hilfe. So. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, dann müssen wir jetzt zurück. Ja, hilft nichts. Okay. Hier gibt's offenbar noch einen schnelleren Weg zurückzugehen. So, dann sind wir hier jetzt durch. Hilfe, wow. Okay, ich weiß nicht, ob das die Feder ist, die ich nutzen soll, um da hochzufliegen beim Schlüsselloch. Aber auf jeden Fall brauche ich dich auch noch. Ja, nämlich dafür. Zack. Okay, offenbar will mir man hier schon die Feder geben oder ja. Aber das ist sogar das kleine Problemchen. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Weil so komme ich offensichtlich nicht hoch. So, ich will jetzt erstmal testen, ist hier irgendwo eine Röhre, mit der ich hochkomme oder irgendwie sowas. Ja, scheint tatsächlich eine Röhre zu geben. Dachte zunächst, der will irgendwie von mir, dass ich fliege, aber das geht wegen des Wassers nicht. Ja, dann bin ich nämlich wieder hier. Zack. So. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger zu handeln mit der Kombi aus Schlüssel und Zeug. Wow. Aber ich denke, es ist machbar. Wow. Zack. So. Duck dich. Hier, so. Hilfe. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Hilfe. Zack. So, und geschafft. Das war eine etwas schwere Geburt und lange Geburt. Und im nächsten Part machen wir in einem dieser beiden Level weiter. Das war's dann von mir. Bis dann. Ciao.